Hi Leute, ich bin der Bruger, das hier ist ein Horrorspiel und jetzt lese ich euch die Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell unterstützen. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Baxking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H., Code Chief Resident, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Jan Leonhardt, Jason Kugel, Jewel Buck, Kaiser Lati, Cassie Feenstaub, Legi, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, MJC Cards and Games, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Hupo Fischbub, Reik Boretzki, Rufus Platus, Shane TSGTV, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Steffi und Ani, Tami, Troop 2222, Vantan und Wölfchen 0909. Hallo Sie, ich bin der Bruger, ihr seid hier. Welcome to Kowloon, ein neues Spiel, neues Horrorspiel auf Steam. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, wir können sprinten, wir können Sachen aufheben und uns bewegen. Das ist doch toll. Das ist für mich irgendwie die Grundvoraussetzung in Horrorspielen. So, es wird ein Einteiler. Ich weiß nicht genau, wie lang es geht. Ich habe mal geguckt auf Steam. Sind so zwischen 1 und 2 Stunden die Spielzeiten. Naja. Intro. Unter dem nebligen Himmel Chinas liegt Kowloon, die bevölkerungsreichste Stadt, in der Armut und Bandenkriminalität gedeihen. So. Bei einem jungen Studenten ist es jedoch der erste und unmittelbare Wunsch, eine günstige Unterkunft zu finden. Was erwartet ihn innerhalb der Mauern? Hallo Kowloon, betreten Sie die Stadt. Was erwartet ihn wohl? Überteuerte Mieten und wahrscheinlich schlechte Sanitäranlagen. Alter, sieht das gut aus. Eieiei, warte mal. Empfindlichkeit ist natürlich ganz... Was, Band? Ausfahrt. Was ist denn Band? Alter, das sieht echt toll aus. Also ich meine jetzt so die Grafik und Lichtstimmung natürlich, nicht der Rest. Ist ja ganz schön was los hier. Aber es sieht gar nicht so unschön aus mit den ganzen Pflanzen. Es ruckelt ein bisschen, sorry. Habe ich nichts für. Gut, bei mir auch gerade. Es ruckelt ein bisschen. Man kann halt leider auch an den Grafikeinstellungen nichts ändern. Das ist wieder eins dieser Spiele, die wahrscheinlich ganz gut optimiert sind. Ich mietete ein Zimmer in einer Wohnung im vierten Stock. Boah, so enge Treppenhäuser sind auch ein bisschen der Albtraum von jedem, der umzieht. Schlepp da mal deinen Schrank hoch oder dein Bett oder sowas. Das ist meins? Sieht aus wie ein kleines Hinterzimmer. Ist die alle diese... Metalltore haben vor den Türen. Also ich kenne das aus Deutschland jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber in diesen asiatischen Spielen meistens, da sieht man das ganz oft. Oh. Ein süßer Hund. Gerade um den Hund, der muss hungrig sein. Leider kein Happer für dich. Ist aber so ein bisschen unheimlich, ne? Keine Fenster hier. Bei den ganzen Gebäuden wird wahrscheinlich eh nicht viel Licht reinkommen, so. Boah. Boah, da springt mir schon ein bisschen so die Angst entgegen. Den ganzen Tag die Zähler beobachten. Stimmt, ein toller Job. Ja, und da geht's nicht weiter, okay.
Kann ich dem Hund vielleicht was zu essen geben? Hier. Oh, sogar deutsche Texte. Ich bin gegangen, ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Na toll. Aber wir sind doch nur ein Student. Was haben wir jetzt mit dem Laden zu tun? Ach, guck mal. Ach, süß. So ein süßer Hund. Ich mag Tiere. Warum habe ich auf einmal ein bisschen Angst? Dieser Ort ist schmutzig. Hallo? Alter, warum kriege ich auf einmal Schiss, dieser Bass? Da klaut keiner was, weil die alles auf dem Gang steht. Ohne Scheiß, also es ist ja eigentlich keine schlechte Gegend, wo ich wohne. Nur, wenn ich irgendwas draußen stehen lasse im Treppenhaus, das ist sofort weg. Ohne Scheiß. Das ist sofort weg. Hier sind die anscheinend ein bisschen anders drauf. Es scheint der Laden zu sein, über den die Vermieterin schrieb. Ach so, die Vermieterin. Der Schlüssel sollte ja irgendwo sein. Kann ich mich gerade mal selbst bedienen, hä? Was ist das? Scallops? Ja, hier, sag mal, das ist Miesmuscheln. Diese Geräuschkulisse, als ging ja voll der Punk ab. So ein bisschen runtergepitcht. Was war das? Alter, hier geschehen Dinge und ich seh's nicht. Ich höre es nur. Macht's fast noch schlimmer. Nette Dame in der Tür im Intro. Ist das vielleicht unsere Vermieterin? Das ist gar nicht das Gespenst oder so ein Rachegeist oder sowas, sondern das ist einfach nur unsere Vermieterin. Ach, warte mal. Verdammt. Ach, jetzt kann ich nicht mehr raus. Dachte, ich gucke im Laden noch nach Hundefutter. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Der arme Hund, der hat... Oh! Alter! Kriegt Giftgas. Gehört zum Wohnambiente dazu. Hat ihr Hundefutter? Schweinebauch, sieht so aus ein bisschen. Ja. Da. Okay. Hundi. Sitzt bestimmt immer. Ja! Hundi, ich habe leider nichts für dich. Tut mir leid, ich habe nichts zu essen für dich. Müll rumsteht. Oh, jetzt gehe ich weiter. Oh. Das sieht aus wie eine Wohnungstür. Oh, ist das creepy, Alter. Das ist alles zugestellt, deswegen. Wer macht denn sowas? Oh!
Scheiße. Ah! Laut deshalb finden sie ihr neues Zuhause. Das ist das Höllenloch. Hier wird das Meth gekocht. Ach, guck mal, so ein höher gelagerter. So eine höher gelagerte Toilette. Der Parasite gesehen? Das ist halt Korea, aber. Ich glaube, ist gar nicht mal so unüblich. Guck mal, da musst du dich ja. Da musst du dich ja zusammenkauern beim Kacken. Geht ja gar nicht. Alter. Sojasauce. Grüne Bohnen. Oh, ich hab Hunger auf einmal. Wenn ich das hier so sehe. Okay. Das ist für eine riesige Wohnung. Über die Motten hier. Ich kann nur annehmen, dass dies das Zimmer der Vermieterin ist. Ach so, ich habe hier nur eine... Das ist mein Zimmer. Ich habe hier nur ein Zimmer gemietet, nicht meine ganze Wohnung. Ich fange damit an, meine Sachen auf das Bett zu legen. Die Tür zum Balkon ist geschlossen. Oh, ist aber schön hier. Wie heißt die Pflanze nochmal? Die ist auf jeden Fall echt teuer, wenn man die kaufen will im Baumarkt. Oder im Pflanzenhandel da. Eigentlich eine ganz schöne Wohnung, wenn man was draus macht. Überall die Beutel. Ah cool, das ist gleichzeitig ihre Trockenkammer. Oh, ist das unangenehm hier, die Wohnung. Also die Atmosphäre. Oh, ja geil. Wie sehe ich nicht noch eine heißen Tasse Teesehne? Geht die Tür nicht auf? Klemmt. Alter. Ja, voll die Drecksbude leider. Mit dem ganzen Ungeziefer. Wusstest du doch, dass die Tasse so... Sieht schon so highlighted aus. Das Licht hier. Ist überhaupt Licht? Nee. Ja, wie sehe ich mich an einer heißen Tasse Tee sehne? Ich darf mich hier einfach bedienen, oder was? Tea Party! Trinken Sie Ihren Tee aus. Schöner Wohnen ist anders, ne? Aber guck mal, das sind nur Zierpflanzen. Die hat nicht mal Nutzpflanzen hier. Das ist eigentlich perfekt. Guck mal, alles voller Konserven. Das wird auch perfekt hier... Bei Sojasauce. Guck mal, so eine Wokstation. Auch super geil. Ja, wie gesagt, es wäre eigentlich super praktisch, hier so Gewürze anzupflanzen. Oder Tomatchen oder sowas, ne? Ich glaube, es ist Zeit, auf mein Zimmer zu gehen. Oh, ich bin verängstigt. Ich möchte nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Ey. Was ist für ein Blödsinn, aber es lohnt sich vorsichtshalber, die Eingangstür zu kontrollieren. Oh mein Gott, ist das ekelhaft, die Atmosphäre gerade. Sieht so aus, als wäre die Vermieterin bereits nach Hause gekommen und hätte die Wohnung verschlossen. Fuck. Vorhängeschloss. Oh, da war sie. Hallo. Oh, ja. Warum schwingt diese Kacke? Geht nicht mal richtig zu, die Tür. Guck mal. Das ist ein Zettel. Wage es nicht, nachts rauszugehen. Entschuldigung, ich muss mal mit Ihnen reden. Wir müssen einen Ausweg finden.
Alter Scheiße! Auf jeden Fall zwei Leichenteile. Teile von zwei Leichen, so. Im Bad. Hallo? Der Schlüssel passt nicht! Scheiße, der ist total zerrissen worden. Aber der ist doch auch schon total verwest. Wie? Alter. What the fuck? Oh, meine Fresse, ey. Schlüssel noch? Aus dem Balkon raus. Hier ist es gemütlich, in die Wohnung des nächsten Nachbarn eindringen. Oder in die Wohnung des Nachbarn eindringen. Hätte ich doch mal den Hund gefüttert, ne? Ding hier alles ist. Das ist ja halluzinogenes Gas. Deswegen habe ich da diese Hallos. In letzter Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen. Entschuldigung. Deine Kerze. Oh nein. Das ist eine Leiche. Ohne Kopf! Nee, sind nur Klamotten. Ach, sie hat ihn auch schon geholt. Oh nein. Ah! Ja. Hier sind so viele Fliegen drin. Bitte? Jail. Oh, da war eben was, oder? Jetzt hängt da eine Leiche. Schnell ausgetauscht. Oh.
Gott sei Dank. Oh, das ist nicht der Ausgang. Was denn hier? Bitte. Nope. Da steht ein E. DE. Das sieht aber so gut aus, Alter. Das sieht so realistisch aus. Ah. E. Hm? A. Was ist denn mit dem Kühlschrank los hier? Oh Gott, ist das eng. Ja, ich mag's eng, aber nicht so. Ah! D, E, A. Oh nein. Demon für... Nee, Demon, nee. Also ich muss die anderen Buchstaben. EK? Ah. EK. Achso, für Fall. EK. What the fuck? Hängt das jetzt hier vorne? Ja, nichts verpassen. Deswegen gucke ich mir das aber an. Okay. Oh, ist das scheiße gruselig, alter Schwede. Ey, es ist eines der krassesten Spiele in letzter Zeit, was ich gespielt habe. Ich feiere es ja so ein bisschen, ne? Ich feiere es sehr gerade. So. Death and Decay, Tod und Verfall. Oh, Alter, jetzt lass mich da mal raus. Ja! Brecheisen. Hör ich schon beim Nachbar? Sie macht immer noch Stress. Oh, ich bin endlich draußen. Bitte! Jetzt lass mich mit den Hunden mitnehmen. Ich fütter ihn und nehme ihn mit und dann sind wir raus. Immer. Schade, ich dachte noch mehr Sojasauce. Das ist der Augen. Nee.
Nichts davon fühlt sich gut an gerade. Ich muss rennen. Ah! Was? Und was jetzt? Flucht, sie haben sich erfolgreich der Verfolgung entzogen! Fuck you! Oh, meine Fresse, ey. Bin jetzt gelandet schon wieder. Das Achievement hat gelogen, ich habe mich nicht der Verfolgung entzogen, erfolgreich. Erfolgreich gefangen von dem Typ. Hoch oder runter? Jetzt bin ich auf der Straße und muss nur noch den Weg aus der Stadt finden. Ach, nur noch? Na dann. Geh nicht mehr dorthin zurück. Ach, war das so schön da drin. Ding, tot. Gut, dass wir offensichtlich sehr klein sind. Ja, bitte. Ist da eine Kette? Hier ist der Ausgang. Aber wir müssen etwas finden, mit dem wir die Ketten durchtrennen können. Oh nein. Hebel drin. Oder sowas. Das ist mal eine tolle Taschenlampe. Oh, ich hab's hier noch. Oh! Hier schmal alles. Ohne Scheiß, ich würde da nicht durchkommen, ne? Gibt's da niemanden mit breiten Schultern hier? In Kowloon. Guck mal. Ohne Scheiß, da hätte ich schon seitlich Probleme mit meiner Wampe. Das nur. Für mich total ungeeignet. Der Aufzug... Wow, es ist Walt Disney Schrift. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist... Was? Kein Benzin mehr und der Anlasserhebel ist kaputt. Der Generator ist kein Benzin. Ist deep. Wo finde ich nun Hebelkraft und Benzin? War schon wieder was, ne? Trinity. Ist das unangenehm hier? Ja, fand mich auf. Geht's auf den Innenhof? Schaukeln! Was ist denn hier mit Müll, Alter? Oh, wie trostlos das ist. Guck mal, alles voller Müll und leeren Flaschen und Bierdosen. Ich würde niemals mein Kind spielen lassen. Das ist ja richtig schlimm hier. Oh
habe mich gerade voll betroffen mit dem Spielplatz. Oh, da ist ein Zettel. Ich zeige dir etwas. Schau unter dem Felsen bei der Schaukel. Es ist etwas Schönes. Übrigens eine Wippe, keine Schaukel. Ah! Und jetzt in den roten Kühlschrank. Oh, dieses Geschepper die ganze Zeit. Bom, bom. Oh. Oh. Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Möchten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Oh! Nosferatu! Alter! Rosa Tuch im Garten. Das hier meinst du? Oh nein, das ist voll das schöne Kinderzimmer eigentlich. Ja, eher von so einem Teenager-Mädchen sieht's aus, Girl Power. Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier versteckt vor all dem Horror, der mir allmählich widerfuhr. In meiner Familie und dem ganzen Dorf. Und es ist gut, dass ich mich... Was? Dass ich mich... Dass es... Nicht, dass es keine lebende Seele mehr gibt in Kowloon gibt. Die benötigen diesen Raum. War das jetzt nur ein Gag oder finde ich hier irgendwas Wichtiges? Erst müssen sie die Münze besorgen, welche. Ach da! Jetzt kann wieder zumachen, das ist echt schön da drin. Sollte keiner von den Ekelhaften hier finden. Da stand das Telefon. Ruf die Polizei an! Diese Motten! Wie viele Motten hier rumfliegen? Geht die Tür nicht mehr auf? Help. Das ist krank. Yay. Geht voll die Party. Ja, ich weiß, der Hebel, aber ich... Ich kann erst das Bett ziehen, wenn es geht. Oh nein! Die wollen uns aus unserem Viertel vertreiben. Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Ja, wie schafft man sowas am besten? Und hier ist ein Kanister Benzin. Gentrifizierung! Einfach mal irgendwelche Kack-Influencer da hingehen lassen, zeigen, wie toll alles ist. Oder irgendwelche Hipster und die treiben dann die Mieten so in die Höhe, dass die Leute ja nicht mehr leben können.
Könnt ihr euren Sex nicht leiser machen, bitte? Sechs. SRGS. Leipzig das übrigens. Sechs. Jetzt ziehe ich das Falsche. Maximal unangenehm. Auch der Generator. Stell dir mal vor, dass du direkt neben der Bude. Oh, fuck. Was ist das für ein kleiner Aufzug? Oh. Oh, ich krieg jetzt schon Platzangst da drin, ne? Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Oh, auf dem Weg zu den Sternen besuchen Sie das Dach. Oh, hier oben ist ja echt schön. Und die Musik dazu. Wunderschön. Ein Seitenschneider. Holzenschneider. Hä? Und nu? Soll ich wieder runterfahren? Oder die Musik noch hört vom Dach. Das ist der Hund. Hey Hundi. Komm, wir hauen ab. Komm, komm. Komm. Komm, wir gehen. Wir blicken nicht mehr zurück und verlassen Kowloon. Wir fangen irgendwo anders ein neues Leben an. Jetzt wisst ihr, wo ich hin muss überhaupt. Der Weg hier ist zu. Komm, Hundchen. Komm, wie süß der mich anguckt die ganze Zeit. Das ist echt. Ah, die Ketten, genau. Ah, die Ketten. Ganz vergessen, dass wir die Ketten ja kaputt machen wollten im Endeffekt. Ist er bei mir? Nein, er ist nicht bei mir. Alter. Das hat irgendeine der Bassmaschine am Laufen. Zur Hölle. Das sind ja echt alle nur noch Zombies. Scheiße. Kann doch nicht real sein. Wahrscheinlich haben wir einfach einen fetten Albtraum. Boah, ist das Spiel krass. Unser Auto. Auf Wiedersehen, Kowloon, die Stadt verlassen. What? Sah es jetzt so in Wirklichkeit dort aus, oder was? Ready, 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 ready. Loading all phases.
Letzte Zeit hat die Polizei viele Berichte von Menschen erhalten, die in Kowloon waren. Sie sagten, sie hätten eine Stadt gesehen, die es gar nicht gibt. Die vor 5 Jahren abgerissene Kowloon Walled City war eine der schlimmsten Städte Chinas. Kurz vor dem Abriss war es zum Anstieg der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikten gekommen. Krank. Wir glauben, dass, oder viele glauben, dass die Regierung bereit war, die Zerstörung von Kowloon schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Fick dich, ey! Ausgabe! Du mich auch! Leute, wenn das mal nicht ein geiles Spiel war, dann weiß ich auch nicht. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen dafür da und wir sehen uns wieder. Alter, dieser... Oh.